Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von slowjuice.de. Mein Name ist Bastian und heute gibt es wieder ein Unboxing-Video zu einem Hochleistungsmixer. Wir haben hier den Bianco Di Puro Tune Pro. Das ist also das neueste Gerät von Bianco, ist mit Magnetmotor, ist also, hat keine Bürsten mehr, ist also viel langlebiger. Man hat 15 Jahre Garantie auf das Gerät und wir wollen jetzt mal das Ganze auspacken. Wir haben jetzt hier erstmal den Mixbehälter. Hier passen 1,5 Liter in den Mixbehälter hinein. Und ich zeige euch mal den Deckel. Hier in die Kamera seht ihr hier diese äußeren Verschlüsse. Die kann man dann einfach auf den Mixbehälter hier draufsetzen. Und dann klickt das hier ein. Und dann sitzt der ganze Deckel hier richtig fest auf den Mixbehälter drauf. Kann man also auch wieder ganz normal abnehmen. Und ich zeige euch nochmal die Messer. Ihr seht, das sind 6 Edelstahlmesser aus japanischem Stahl. Und ihr seht auch hier diese Rundung, dieses konische hier unten. Ist also extra so gemacht beim Mixbehälter, dass wenn ihr mit dem Mixbehälter mixt, dass einfach das Mixgut nicht an der Behälterwand kleben bleibt, sondern immer wieder zu den Messern gedrückt wird. Das ist auch anders wie bei anderen Mixbehältern. Das ist also sehr vom Vorteil, dass es einfach auch viel feiner und cremiger wird, der Smoothie, als das mit normalen anderen Mixbehältern der Fall ist. Des Weiteren haben wir im Lieferumfang auch einen Stößel enthalten mit Temperaturanzeige. Ihr seht, ich zeige das mal in die Kamera, ihr seht hier die Temperatur, sind 26 Grad im Raum und den Stößel kann man dann hier oben, wenn man den Deckel abgemacht hat, einfach hineintun. Und wenn ihr jetzt dann mixt und ihr wollt das wirklich eine Rohkosttemperatur habt, dann darf es nicht über 42 Grad Celsius sich erwärmen. Deswegen ist jetzt hier auch der Stößel wichtig, weil viele von euch legen ja auch Wert auf diese Details. Dann haben wir jetzt hier noch auch die Bedienungsanleitung. Ist wichtig, da stehen wichtige Hinweise auch drin, auch Sicherheitshinweise. So, dann wollen wir noch den Motorblock aus der Box herausholen. Den Motorblock und den Mixbehälter, den können wir hier oben dann draufsetzen. Ja, und dann wollen wir jetzt noch die einzelnen Features im Detail erklären. Kommen wir noch zu den technischen Details. Dieses Gerät hat 1000 Watt, dreht mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 400 im Minimum und 15.000 im Maximum. Das Besondere hier ist dieser Magnetmotor. Magnetmotoren haben keine Bürsten, das heißt, sie sind viel langlebiger, halten viel länger als normale AC-Motoren, wie zum Beispiel Vitamix, Blendtec oder auch Omniblend. Und deswegen habt ihr auch eine längere Garantiezeit von 15 Jahren. Des Weiteren haben wir auch einen höheren Wirkungsgrad bei Magnetmotoren. Wenn ihr jetzt hier diesen Behälter bis oben hin vollpacken würdet mit Material, mit Obst, mit Gemüse und würdet dann auf die volle Umdrehungszahl stellen, dann würde der das auch wunderbar mit diesen 15.000 Umdrehungen verarbeiten können. Bei normalen AC-Motoren ist das nicht der Fall. Wenn ihr den bis oben hin vollpackt und da steht 27.000 drauf, dann sagt das immer nach unten, so vielleicht auf 8, 7, 6.000 Umdrehungen in einer Minute. Das heißt, deswegen ist es ja auch vom Vorteil, weil er einfach einen höheren Wirkungsgrad hat. Dann haben wir hier auch einen Überlastungsschutz. Was bedeutet das? Wenn ihr also hier mal ein Messer reinfallen lasst oder einen Löffel vergesst und ihr stellt das Gerät dann an, dann schaltet sich das Gerät sofort aus, damit keine schwerwiegenden Beschädigungen im Gerät sich vollziehen können. Und ihr habt auch einen Überhitzungsschutz. Wenn ihr also zu viel, zu stark vielleicht Teig knetet die ganze Zeit oder nur Eis macht, dann wird es halt auch sehr warm und dann schaltet sich das Gerät halt auch irgendwann aus. Und wir haben auch eine Mixbehältererkennung. Wenn ihr das seht, jetzt ist das Gerät im Prinzip an. Und wenn ich den Mixbehälter runternehme, steht hier off, dann ist das Gerät halt aus. Ne? Dass also wirklich auch nichts passieren kann, ist auch immer eine Sicherheitsfunktion bei diesem Gerät. Stellen wir das wieder drauf. Noch die einzelnen Sachen erklären. Hier könnt ihr die Zeit einstellen. Wenn ihr jetzt also hier das Ganze bedient, einmal drauf drückt, dann könnt ihr hier die Zeit einstellen. Es geht immer in 10er Schritten, 10 Sekunden Schritten geht das immer nach vorne. Ne? Und dann, sagen wir mal, jetzt habt ihr 2 Minuten eingestellt und jetzt könnt ihr hier manuell das Ganze auch bedienen. Wir haben hier 10 verschiedene Stufen und dann kann man das Ganze hier hochregeln. Ja? Das zeigt jetzt zwar mehr an, aber insgesamt sind es 10 Mixstufen, 10 Geschwindigkeitsstufen. Ja, das lässt sich dann hochregeln. Von 1 bis 60.
Des Weiteren haben wir dann hier noch eine Pulsfunktion. Ja, das heißt, da pulst man einfach mit, wenn man hier einfach drauf drückt auf den Knopf, wenn man so Sachen einfach klein häckseln möchte. Hier haben wir die Automatikprogramme. Wir haben 9 Automatikprogramme, also viel mehr als bei den anderen Modellen von Bianco. Und zwar haben wir hier einmal ein ganz normales Smoothie-Programm fürs Fruchtsmoothie zum Beispiel. Hier haben wir so ein Getreideprogramm, würde ich sagen, oder ein Körnerprogramm. Hier kann man halt Sachen klein mahlen, Getreide oder auch Mandeln. Hier kann man Nussmilch oder Getreidemilch mit herstellen mit diesem Programm. Hier haben wir die grünen Smoothies, wo also die Karotte und ja auch so eine Art Obst drauf ist, sind die grünen Smoothies. Hier haben wir die Soßen. Hier haben wir die warmen Suppen, deswegen ist es auch so ein bisschen heiß. Das ist ja so ein Dampf, der da abgebildet ist, weil es auch, sage ich mal, 4 bis 5 Minuten. Wir können das ja mal drücken, das Programm. Also, wenn wir das Programm jetzt hier drücken, dann haben wir 4 Minuten 20. Ja, wenn jetzt zum Beispiel ihr wollt eine Rohkost-Kürbissuppe machen, dann macht ihr den Kürbis rein, bisschen Kokosnussmilch, vielleicht ein bisschen Petersilie oder Koriander. Dann nehmt ihr dieses Programm, macht auf 4:20, dann geht das Ganze los. Ja, dann geht das Ganze also 4 Minuten 20, immer in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Und dann läuft die Zeit hier runter. Und wenn ihr das Ganze stoppen wollt, drückt ihr einfach auf die An- und Aus-Taste, dann stoppt das Ganze wieder. Und dann ist es halt so, dass das Ganze dampft und warm ist. Gerade im Winter eine wunderbare Option. Des Weiteren haben wir hier noch ein Eisprogramm. Wir haben jetzt hier noch ein Frozen-Joghurt-Programm und zum Schluss noch ein Teigprogramm. Also richtig viele Programme, 9 Programme. Richtig super auch, gerade wenn man viel in der Küche machen möchte, eignet sich das Gerät dafür hervorragend. Ja, das war es eigentlich jetzt dazu zu sagen zu dem Gerät. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann stellt doch die Fragen gerne unterhalb des Videos. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr auch mal bei unserem Blog vorbeischauen würdet. Wir haben auch einen Blog, slowjuice.de/blog. Dann findet ihr unseren Blog. Auch da gibt es weitere Informationen auch zum Mixern, zum Mixen, auch rund um das Thema Gesundheit, Rohkost, Fasten. Also ganz viele Themen werden da beschrieben. Wir haben auch ganz viele Rezepte auf dem Blog. Also wenn das interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Ich würde mich des Weiteren darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet für mehr Infos, Informationen, die jetzt auch immer wieder auf unserem Kanal erscheinen werden. Rezepte, Interviews mit verschiedenen Experten. Und es wäre natürlich auch super toll, wenn ihr uns einen Daumen nach oben geben würdet für das Video. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und bis bald, sagt euch der Bastian von slowjuice.de.